Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, unser Land ist doch darauf angewiesen, dass Menschen aus dem Ausland zu uns kommen und hier eine Tätigkeit verrichten, für die es hierzulande nicht genügend Arbeitskräfte gibt. Das ist Fakt. Und der wirtschaftliche Erfolg, den wir die letzten Jahrzehnte auch hatten, ist auch deshalb da, weil diese Menschen zu uns gekommen sind und hier gearbeitet haben, Geld verdient haben, Steuern bezahlt haben, Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben. Für diese Mithilfe können wir froh und können auch dankbar sein. Und heute haben wir 8 Redner gehört zu dieser Westbalkan-Regelung. Und von diesen 8 Redenden haben 7 die gleiche Meinung vertreten. Und es sind Fakten, die uns leiten. Und diese Fakten kann man nicht ausblenden, denn sie suggerieren von der AfD, dass diese Menschen aus dem Kosovo, aus Bosnien, aus Albanien, Herzegowina, Montenegro, Serbien zu uns herkommen und uns Deutschen die Arbeit wegnehmen. Das stimmt aber nicht. Es ist mehrfach erklärt worden von vielen Vorrednern, der Marc Bjartaj hat es wunderschön auch dargelegt, dass die Bundesagentur prüft, in jedem Fall gibt es einen Deutschen, gibt es einen EU-Bürger, die diese Arbeit machen können. Und wenn das nicht der Fall ist, erst dann gibt es auch eine Zustimmung. Und man braucht ein verbindliches Arbeitsplatzangebot. Es muss fest sein. Man braucht ein Visum, um herzukommen. Man braucht die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Das Problem ist doch, dass wir hier streiten können über Wege in der Politik, die verschieden sind. Aber das sind doch Fakten. Und diese Fakten kann man doch nicht wegdiskutieren. Und das kann man auch nicht unterm Tisch fallen lassen. Und das sind im Jahr 25.000, wo das begrenzt ist. Und die Hälfte aller Menschen, die zu uns kommen, arbeiten auf dem Bau. Und wie wollten wir sonst unsere Brücken oder Straßen oder Eisenbahnen bauen? Aber wir können diese Menschen auch in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern, in den Hotels, in den Gastronomiebetrieben, in den Fleischfabriken oder im Paketdienst finden, weil auch da haben wir nicht genügend eigene Mitarbeitende, die das machen können. Und daran ändert auch jetzt die Corona-Pandemie nichts. Denn diese Bereiche, die ich aufgezählt habe, die brummen und boomen auch in Zukunft. Und deswegen brauchen man auch diese Menschen jetzt umso mehr. Und abschließend will ich einfach sagen zu dieser Debatte, wir können froh sein, dass diese Menschen zu uns kommen in unser Land und hier auch den Wohlstand mit aufbauen, dass sie hier arbeiten, dass sie zum Wohlstand beitragen. Aber ich bin auch dankbar, nicht nur froh darüber, sondern dankbar, dass die das machen, weil wenn wir das mal andersrum betrachten, es ist auch nicht so einfach, wenn dann die Kinder ihren Vater, ihre Mutter nur 2-3 Mal im Jahr sehen und zurückkommen, weil sie woanders arbeiten. Aber das sind alles scheinheilige Argumente von Ihnen, die Sie aufgeführt haben. Im Endeffekt ist es gut, dass es diese Westbalkan-Regelung gibt und dass wir die verlängern, ist auch gut. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss.